Hallo liebe Rattenfreaks, herzlich willkommen. Ja, zu einem vielleicht der letzten Videos in diesem Jahr. Ich weiß es nicht. Aber wir haben heute nochmal einen richtig schönen Tag. Wir haben den 30. Oktober, Ende Oktober, die Zeit ist umgestellt. Und es ist nochmal ein herrlicher Tag. Es sollte eigentlich laut Wetterbericht den ganzen Tag nur bewölkt sein. Was ist es? Es ist Sonnenschein. Ist das cool? Ups. Und ich habe erstmal gleich heute Morgen nochmal den Rakel rausgeholt und habe schnell die Wurmhäufchen nochmal ein bisschen abgezogen. Und natürlich in dieser tiefstehenden Herbstsonne sieht der Rasen richtig, richtig cool aus. Es ist der Wahnsinn. Also es ist, aber auch wenn ich so drauf gucke, sieht der klasse aus. Und ja, also wir nutzen die Gelegenheit und mähen nochmal. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt mähe. Also der Boden ist noch relativ feucht. Vielleicht nehme ich wieder den Falkenstein, da muss ich wieder Werbung hier einblenden, ist egal. Oder auch den Sportman, muss ich keine Werbung mehr einblenden. Oder den Toro E-Flex, muss ich auch keine Werbung einblenden. Ja, ich weiß noch nicht. Na gut, klar, der Rasen wächst nicht mehr so stark. Die Festuca sieht super aus, jetzt so. Schön fein und grün. Soll ja auch eine sehr, sehr gute Gräserart für den Winter sein, die Festuca. Meine Pratensis hat sich nicht erholt. Hinten auf der neuen Ostfläche, die sieht also immer noch in vielen, vielen Bereichen, sieht die richtig, richtig gruselig aus, richtig braun. Teilweise in den Randbereichen ein bisschen besser. Der Amberbaum, richtig, richtig schick. Der Amberbaum kriegt zum ersten Mal so richtig schöne rote Blätter. Das sieht absolut mega aus. Ich hoffe, die Kamera fokussiert gut. Das sieht super aus. Ja, also das ist sehr, sehr schön. Was auch noch richtig cool ist, die Nachsaat hier wegen der Krötenbinse, die hat es geschafft. Sie ist durch. Freaks. Oh Mann, ihr müsst mal raufgucken. Da. Sie ist durch. Die, überall ist sie raus. Sie hat es noch geschafft. In den sandigen Spots hier, überall, hier hat der Vogel reingehackt, aber auch da, überall ist sie jetzt noch aufgelaufen. Boah, ha, yeah, hätte ich nicht gedacht. Was gibt es noch zu berichten? Nichts, ein schöner Tag. Okay, also wir holen jetzt die Mäher raus. Wir fangen mal hier an zu mähen. Euer Rasenfreak ist gut drauf, freut sich, dass ihr meine Videos auch gut findet. Danke dafür. Und ja, mal gucken, was so kommt in diesem Jahr. Bleibt dran. Oh, ist das gut. Wie mähen wir denn schräg? Ja, mähen wir schräg. So, schön schräg. Mal die Südkante mal wieder schräg mähen. Ich habe jetzt 1 mm höher gestellt auf 13 mm beim Falkenstein. Ich habe das auch noch gar nicht gezeigt mit der Glattrolle, ne? Ich hatte jetzt kurze Zeit, nachdem ich das Video fertig gedreht hatte, die Glattrolle bekommen. Die war nicht so schnell lieferbar. Und das ist absolut perfekt jetzt. Genau die richtige Entscheidung. Thank you.
Tierisch, tierisch. Ein komischer Ausdruck, tierisch. Absolut fantastisch. Absolut gigantisch. Seht ihr das? Unbelievable! Einer fragte, wie denn das Gerät jetzt hier an der Rasenkante sich bewährt. Ja, der große Vorteil ist, dass die Heckwalze, die Heckwalze genauso breit ist wie die Frontrolle und wie die Spindelschnittbreite. Alles 40. Man kann also exakt an so einer Kante entlang fahren. Ganz exakt. Das ist super. Die Betonkante ist bei mir ein bisschen tiefer als die Rasenkante. Und da setzt er jetzt natürlich auf diese Fugen auf. Das ist nicht so gut. Also deswegen mähe ich lieber so, dass ich eben die Betonkante so gerade eben freilasse. Man kann echt exakt hier an der Kante entlang mähen. Es geht hervorragend. Hier haben wir einen zweiten Schritt hier. Einmal zurück, um natürlich dieses Abheben hier nochmal zu kompensieren.
Schauen wir uns mal den Fangkorb an. Der ist mittlerweile schon ganz gut gefüllt. Ja. Na, nicht schlecht. Oh Mann, Leute, was will man mehr? Ich habe jetzt kein Gimbal, ich filme mal hier so auf freier Hand. Ich hoffe, der Stabilisator. Oh. Komm, einmal noch mal runter. Da, Marienkäfer. Cool. Hey, mein kleiner Marienkäfer, was machst du denn hier? Ich glaub's ja nicht. Krieg ich's noch scharf? Weiß ich nicht. Oh, Leute. Huch. Hat er nicht gemäht. Hat er nicht geschnitten. Traumhaft. So, lieber Rabenfüchs, das war's jetzt mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe leider vergessen, vor lauter Begeisterung hier einen Schluss zu filmen. Deswegen nochmal hier eine kleine Rundumsicht auf die Westrasenfläche bei uns. Herrliche Abendstimmung, das ganze Laub ist weg, alle Flächen sind gemäht und so sieht das aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt dran, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüss!